Was sind die Folgen einer Inflation? Also, das Schlüsselwort ist hier Inflation. Und es geht hier nicht um die Ursachen, es geht hier nicht um die Gründe, sondern es geht um die Folgen. Das heißt, was passiert in einer Volkswirtschaft mit den Menschen, zum Beispiel, wenn wir eine Inflation haben? Zunächst einmal, und das ist eine Banalität, und darüber kann man auch streiten, ob das jetzt wirklich eine Folge ist oder ob das nicht einfach die Tatsache ist, dass wir Inflation haben. Aber in der Tat, das Geld wird weniger wert. Jetzt kann man wirklich lange darüber streiten, ob das nicht die charakteristische Eigenschaft einer Inflation ist und nicht etwa die Folge. Aber ich habe es in vielen Lösungen und Lösungskizzen auch gefunden. Also das Geld wird weniger wert. Damit setzen wir jetzt einfach mal an, weil daraus jetzt gewisse Dinge folgen. Nämlich Menschen verlieren das Vertrauen ins Geld oder in die Währung. Ja, in die Währung. Und das ist in der Tat eine Folge. Daraus folgt sehr oft die Flucht in Sachwerte. Die Menschen sagen sich, warum soll ich mein Geld anlegen, warum soll ich mein Geld sparen, wo es doch nicht mehr wert wird, was ja der Sinn des Sparens und der Zinsen ist, sondern weniger wert. Das heißt Flucht in Sachwerte. Die Menschen kaufen dann Immobilien zum Beispiel oder Gold. Sparguthaben werden aufgelöst. Warum soll ich sparen? Es bringt ja doch nichts. Ja, auch das ist eine Folge des Vertrauensverlustes. Sparguthaben werden ausgelöst. Und die Folge hiervon ist, das Geld wird ausgegeben. Die Folge davon ist übrigens noch mehr Inflation. Ja, Geld wird ausgegeben. Und dadurch entsteht oft noch mehr Inflation. Das heißt, wir können sagen, das Geld wird immer schneller ausgegeben. Das Geld wird immer schneller ausgegeben. So etwa könnte man hier eine Argumentation aufbauen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.